Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wie wir Kabelfernseher auf unserem Smart-Geräte, Smartphone, Tablet, Laptop oder PC und sonst auf alles, was so smart ist, streamen können bzw. schauen. Ob das jetzt Android oder iOS ist, das spielt an der Stelle keine Rolle, das funktioniert mit beides. Alles, was wir dafür brauchen, ist entweder ein Fritz WLAN Repeater DVB-C oder aber eine Fritz Box, die das unterstützt, diese Funktion hier. Wie in meinem Fall hier, ich habe jetzt eine 6490 Cable hier und damit funktioniert wirklich wunderbar. Hier auf der linken Seite haben wir, sehen wir schon, ja, das Menü hier DVB-C. Und hier haben wir noch ein paar Optionen hier. Genau, wenn wir jetzt auf unser Fritzbox hier anmelden und hier auf DVB-C haben wir hier Live TV. Hier sind 4 Tuner. Wir sehen momentan wird nicht. Hier können wir sehen, was gestreamt wird gerade. Bei mir ist jetzt gerade ruhig. Wenn wir zum ersten Mal einrichten, haben wir hier Sendersuchlauf. Hier, zack, haben wir die Möglichkeit, hier können wir noch ein paar Sachen, ja, manuell hier irgendwie einstellen, wenn wir wissen, was wir tun. Ich lasse das jetzt hier alles auf automatisch. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Standardsuche durchzuführen oder eine ausführliche Sendersuche. Das soll hier, ja, von 2 bis 5 Stunden dauern. Ich habe jetzt aber schon eine Standardsuche hier gemacht, das hat höchstens 5 Minuten gedauert. Wir sehen hier 196 TV-Sender gefunden, 172 Radiostationen. Ja, einfach hier Standard, alles automatisch und hier Sendersuchlauf starten. Sieht dann so aus, wenn das durch ist. Ja, wenn wir hier darunter auf Senderliste klicken, haben wir hier ein paar... Hier die SD, ja, die Standard Definition Sender. Hier haben wir ein paar HD-Sender und eben ein paar Radiosender hier noch. Solltet ihr vielleicht manchmal, ist das so, wenn wir hier zu wenig Sender haben, ja, nur ein paar Sender haben oder fast gar keine. Es werden allerdings hier nochmal an der Stelle ja nur natürlich die unverschlüsselten Sender hier angezeigt. Wenn wir hier zu wenig Sender haben, dann können wir noch mal einen Sendersuchlauf hier starten mit NIT hier nicht ignorieren. Ja, einfach hier haben wir weitere Optionen, einfach draufklicken und hier können wir das Häkchen hier setzen, nicht ignorieren und dann noch mal einen Suchlauf starten. Und wenn wir Glück haben, ja, bekommen wir mehr Sender hier. Das ist jetzt hier auf dem PC. Hier brauchen wir beispielsweise, ich habe jetzt hier den VLC Player, das ist bei mir schon installiert. Wenn ich jetzt hier einfach einen Sender hier anklicke, da okay, mit dem VLC Player, wenn ich das öffne, dann wird schon hier geöffnet. Ja, das ist jetzt das erste HD, läuft wirklich wunderbar auf dem PC zumindest hier, flüssig und ja, ganz gut. Ich schließe das jetzt mal. Auf dem Handy haben wir jetzt, beziehungsweise ich habe jetzt hier mein Smartphone. Ich muss mich nur mal kurz. Da gibt es die App, die heißt hier, sagt, das können wir hier, Fritz App TV, können wir aus dem Play Store kostenlos herunterladen und installieren. Und wenn wir das gemacht haben und die App starten, dann werden automatisch hier die Sender angezeigt, ja, die ganzen freien Sender. Hier haben wir die Radio Sender Favoriten, habe ich jetzt keins hier, und das funktioniert wie gesagt auch wunderbar. Hier ist allerdings über WLAN, da brauchen wir jetzt hier eine, ich stoppe das jetzt mal, wir brauchen allerdings eine gute stabile Verbindung, ja, vor allem hier WLAN, damit das wirklich flüssig läuft, ansonsten kann es da schon mal Probleme geben. Ja, hier mit Info, hier haben wir unten noch mal die, ja, können wir die Sender wechseln, hier einfach
Sag hier einfach mit. Genau, irgendwo war hier noch. Genau, hier sind die Infos hier zum, was gerade läuft hier. Ich schließe das jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt, damit es da keine Ärger gibt. Zack, okay, ja, sieht also hier so aus. Was hier cool ist, auf dem Handy hier, wir müssen natürlich im Netz hier sein, mit der Fritzbox verbunden. Allerdings, wenn wir jetzt unterwegs sind, können wir natürlich über eine VPN-Verbindung auch uns, wir brauchen natürlich eine gute Bandbreite, schon eine stabile Leitung. Und schon verpassen wir unsere Lieblingssendung nicht mehr. Ja, die WM, die steht ja auch jetzt vor der Tür. Und wenn unsere Lieblingsmannschaft vielleicht gerade spielt und wir irgendwie unterwegs sind oder auf Arbeit, dann haben wir hier die Möglichkeit, wir müssen uns natürlich über VPN verbinden mit der Fritzbox hier, unserer Fritzbox. Und schon haben wir die Möglichkeit, ja, die Spiele oder eben Lieblingssendung über VPN hier, jetzt ist mein, uns anzuschauen, wenn wir eine Internetverbindung haben, eine gute, einigermaßen stabil. Genau, ich fand das jetzt hier ganz cool. Ich bin hier, wollte auf meiner Fritzbox hier irgendwas machen vor ein paar Tage und habe hier diese Option gesehen, die ist irgendwie neu. Da muss ein Update da gelaufen sein. Ich gucke mal ganz kurz. Ich wusste jetzt nicht, dass ich das habe, ehrlich gesagt. Habe jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen gesehen. Ich wollte jetzt noch mal kurz gucken, welche irgendwo. Gut, das finde ich jetzt irgendwie nicht. Meine hier vielleicht? Auch nicht. Die Firmware-Version, da muss irgendwie ein Update hier heimlich gelaufen sein und ja, diese Option hier freigeschaltet sozusagen. Genau, hier wenn wir jetzt, wenn ich jetzt auf mein Handy hier beispielsweise oder Tablet, ja, wenn ich jetzt starte die zu streamen, dann sehen wir hier, zack, das Gerät. Ruhig jetzt. Na? Okay, genau, hier haben wir die Möglichkeit, hier sehen wir alle Geräte, was wer guckt und so weiter, ein paar Infos hier, Signalqualität, IP-Adresse und so weiter. Genau, wir haben hier noch die Möglichkeit, was mir jetzt vielleicht gerade einfällt, hier unter Senderliste, da können wir uns natürlich auch, hier haben wir eine Senderliste erzeugen, ja, die ganzen Sender hier beispielsweise, ich klicke mal drauf und schon wird es die Liste erzeugt, wir können das, ja, wir haben jetzt hier bei dem VLC-Player irgendwo Wiedergabeprogramm und dann haben wir hier die ganze Programme, ja, können wir hin und her wechseln, ich schließe das mal, wir können uns jetzt mit der rechten Maustaste, denke ich, Ziel speichern unter Desktop, hier habe ich hier meine, ich weiß nicht, was das ist, meine HD-Programme, meinetwegen, zack, und schon habe ich jetzt hier auf meinem Desktop ja die Liste gespeichert. Wenn ich das jetzt hier starte, dann habe ich hier die ganzen Sender und kann hier direkt ja vom Rechner lokal hier starten und hier schalten zwischen den Sendern. Ich schließe das jetzt mal. Zack. Okay, ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen oder dass es für euch irgendwie nützlich war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über ein Abo und ein Like natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.